Nicht Spaß. Wir sind der Nikolaus. Der Weihnachtsmann oder so. Das Christkind. Ich weiß es nicht. Im Judentum. Im Judentum die Geschenke. Hanuschka-Typ. Nee, Hanuschka waren die neuen Lichter, aber. Weiß ich nicht. Gibt's im Islamismus? Ist Islamismus erstmal richtig aussprechen können. Im Islam? Gibt's da jemanden, der Geschenke? Gibt's da sowas wie Weihnachten? Gute Frage. Wenn ich mal kurz, während ich hier durch die Gegend runne wie ein kleiner Affe, mein Handy bemühen. Ich weiß gar nicht, ob es da sowas gibt. Und wie der Weihnachtsmann der Juden heißt, interessiert mich jetzt auch. Auf jeden Fall, der sind wir. Wir beglücken alle. Weihnachtsmann Judentum. Bei der Bau. Gibt's einen? Tja, gute Frage. Vielleicht hilft mir das weiter. Machen Schlenker um die Stadt rum. Weihnachten, das jüdische Fest. Vielleicht würde ich auf Anhieb sagen, die haben keinen Weihnachtsmann in der schnellen Handy-Recherche, die ich hier durchgeführt habe. Ich hoffe, ich beleidige damit jetzt jemanden. Tut mir furchtbar leid. Falls ihr doch einen Weihnachtsmann habt, dann ist das halt so. Nice. Nice for you. Und ich bin dumm. Schreibt es in die Kommentare. Dann weiß ich es auch. So, gibt es einen im Islam? So, ich bin wieder da. Islam. Na, der Peter ist auch wieder da. In Elektro bin ich gespawnt. In Elektro, aber du brauchst bestimmt eine kurze Synchro, oder? Ah ja, genau. Bist du ready? Ich bin immer noch am Aufnehmen. Alles klar. 3, 2, 1. Na, weiter geht's. Oh ja. Wunderschön. Könnte dir gerade. Da, wo man am ehesten mit christlichen Weihnachten vergleichen kann, mit dem Judentum ist. Chanukka, oder wie man es ausspricht. Ja, aber gibt's den Chanukka-Mann? Nee. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie er heißt. Den Jordel oder so, wer weiß, wie er heißt. Den Dretelbringer. Gibt es im Islam sowas wie einen Weihnachtsmann? Weißt du das? Hätte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber um deine eigentliche Frage zu beantworten, nein, ich weiß es nicht. Zumindest werden sie nicht die Wiederauferstehung Jesu feiern, das... Ja, das glaube ich auch nicht, aber... Wobei, ich glaube, der Weihnachtsmann hat auch nicht viel mit der Wiederauferstehung Jesu zu tun, wenn ich mal ehrlich bin. Ich glaube, der Weihnachtsmann als Coca-Cola-Ding oder wie auch immer, ist, glaube ich, religiös übergreifend. Ist eigentlich scheißegal. Ja gut, aber es gibt zumindest im Christentum wird zumindest das Christkind geben. Ja, genau. Könntest du jetzt mal laufen? Lutscher. Haben wir hier geiles? Zwei Magazine, Henke das. Ich da, Richard, was liegt da noch? Was ist denn Runner durch Elektro? Weißt du, das, was mich am meisten ärgert, ist eigentlich von gerade, dass, ich meine, sterben tut man in Daisy immer, ist klar. Aber dass wir wieder selber dumm waren. Dass wir wirklich dumm waren, einfach nur. Ja. Und deswegen draufgegangen sind. Diesmal waren wir echt mega dumm. Weißt du, wer stellt sich bitte mit voller Ausrüstung? Weißt du, wir machen den Plan, am Flugfeld den mega Umweg zu gehen, um auf die andere Seite zu kommen, ja? Mega vorsichtig, jeder Schritt voll langsam und so weiter. Und dann kommt natürlich dieses Spasti, wo wir im Auto das mal stehen bleiben, um zu gucken, wo wir hinfahren. Ja. Das war so unbedacht. Das ist ein nettes Wort dafür, ja. Ich würde sagen, Bodenstroh ist intelligenter beim Wachsen, als wir beim Autoklauen. Ja. Man hat sich dann irgendwie direkt total übermächtig gefühlt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Wobei du das mich hier in Elektrodeck mal zwei Leichen. Geil. Was? Nice. Du halt auch noch so wahrscheinlich war, weißt du? Die ganze Zeit so, ja, wenn er deren Autos und so weiter lassen, ist bestimmt nicht aus den Augen. Und dann fahren wir damit 150 Meter oder so. Ja, genau.
Ach nee. Würde ich mir am liebsten selbst in die Eier treten, wenn ich nicht wüsste, wie weh der tut. Ja, verdient hast es. Ja. Ich hätte einfach eine Tankstelle suchen müssen, während du fährst beispielsweise. Oder irgendwie eine Arbeitsteilung hätten wir finden müssen. Wäre viel intelligenter gewesen, auf jeden Fall. Ja, aber hätte Fahrradkette, wa? Oh ja, wie immer. Juhu, eine Headshot immerhin. Das geht klar, erstmal nachladen, das geile Ding. Ah, der C+ war da, wo die Zombies so heftig sind, ne? Gut, dass ich schon ein paar von denen am Sack habe, ich Vollidiot. Ja, ich bin auch gerade schon einmal geschlagen worden. Ich weiß nicht, ich bin auch schon nicht mehr voll in Farbe. Ich war direkt am Looten. Ah, naja. Machst du nix. Ja, machst du nix. Nix wieder von vorne an. So funktioniert DayZ. Bopper DayZ-Style. Ja. Ah, falls ihr nochmal sehen wolltet, wie fucking aussehen wir so sagt, geht aber ein paar Folgen zurück. Fucking aussehen. Oh, wir haben echt keine Kills gemacht, ne? Im PvP ist unsere Statistik echt. Naja, vor allem meine in letzter Zeit nicht besonders gut. Aber du hast auch schon lange niemanden mehr gesnackt, oder? Ja, den letzten. Ja, doch, hast du wohl. Also nicht der C+, aber. Nee, den letzten, den du normal gesnackt hast, ist hier. Die auf der Brücke? Ja, nee, bei Balotta. Im Flughafen. Stimmt. Hast du doch noch einen mitgenommen. Stimmt, da habe ich den mitgenommen, bevor der mich mitgenommen hat. Ein anderer doch, oder? Ja, genau. Bevor der andere halt draußen, der zweite, mich dann weggesnackt hat. Ja. Weil der eine, der kam so von aus dem Nichts. Und ich habe deine Aufnahme dann nochmal angeguckt. Der zweite, von wo der geschossen hat, ist auch vollkommen uneinsehbar. Ja, der muss halt irgendwo im Wald gesessen haben. War genau in der Eingangstür. Ja, genau. Naja, machst du nix. Da machst du nix, ist halt dumm gelaufen. Da machst du nix, ist halt dumm gelaufen. Mach die Tür wieder auf. Nee, Alter, machst du draußen. Die Tür mal wieder auf? Abak, bist im Haus gefangen, kommst nicht weiter. Alter! Ja, jetzt wo der Zombie kommt, oder was? Ja, wir haben mal wieder Premium hier. Scheiß die Wand an. Oh ja. Schließt jetzt das Abo ab, Pete's Meat Premium. Und hilft Peter dabei, die Tür zu öffnen. Für nur 33 Euro im Monat. Unglaublich. Pete's Meat Premium. Könnte auch so ein geiles Bier sein. Das Premium-Pilz. Oder ein Auto. Jetzt der neue Pete's Meat Premium mit 270 PS. Ein G17 gesquad. Die G17 Premium. Jetzt mit zwei Läufen. Nein. Ohne Spaß, da komme ich ja nie rein. Scheiß auf die Militärbasis, da sind so viele Zombies, da sterbe ich bei. Ja. Militärbasis Premium. Jetzt noch einer? Auch geil wäre Pete's mit TV Premium. Jetzt mit noch mehr Sex. Oh ja. Ab 23 Uhr sind die versautesten Pferdepornos mit Peter und dem Pferd Horsey. Raus Pornos. Gegen Nulu erklärt euch HD detailliert, wie ihr euch schön Crystal Meth zubereitet. Würde er voll seine eigene Existenzgrundlage zerstören. Und um 1 Uhr erzählt euch der Bram, wie er richtig geil tapeziert, nachdem ihr mit einem Pferd gepoppt habt und unter Crystal Meth steht. Wie man richtig geil tapeziert? Klar. Bin ich gut. Kannst du tapezieren? Doch, ich habe noch nie in meinem Leben tapeziert, ne? Wenn wir schon dreimal in meinem Leben, viermal in meinem Leben umgezogen haben, hat tapeziert? Nee. So, Armbrust, Junge. Hier die Party. Okay.
Jetzt dürfte ich unter 9000 live haben. Oh, Bram ist jetzt wieder unvorsichtig. Nee, in dem Sinne nicht. Da kam halt ein Zombie an, den ich irgendwie am Flugfeld weggesnackt habe, weggelockt habe mit. Und dann dachte ich mir, komm, bleibst du den Axis den weg. Aber irgendwie hat er mir als einen Schlag ausgehalten. Wo ist denn hier eine Leiche? Wie gut ist eigentlich so eine Armbrust gegen Menschen? Ein Schuss tot. Hast du den Videobeweis? Gut eigentlich. Als ich hier einen Typen gesnackt habe, der mich mit einer Schrotze angeschossen hat und ich habe dann mit dem Bolzen in den Kopf geschossen. Tja, so läuft das. So läuft das bei dem Bram. Oh ja. Was ist denn hier nichts los in Elektro? Sind die ganzen Leute mittlerweile vom Server da runter? Ne, sind aber viele Leute drauf. What the fuck? Allein Tscherno, jetzt krieg ich gleich bestimmt voll die Breitseite, wenn ich da reinlaufe. Na, Zombie, da stehst du gut, wo du stehst. Da fällt mir ein, ich muss mir die Tage mal WhatsApp kaufen. Was musst du dir kaufen? WhatsApp. Also, ich muss glaube ich schon zweimal für bezahlen. Echt, nach einem Jahr musst du dafür blechen, aber so ist das halt. Ich finde, so teuer ist das jetzt auch wieder nicht, dass man sagt, nee, das möchte ich aber nicht. Ja, ich würde mir das auf jeden Fall holen. Nur die Nacht. Ja, wie viel kostet das? 39 Cent oder 99? Weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich echt jetzt schon. Ja, weiß ich echt jetzt schon. Ja, das ist das. Ah, weiß ich echt jetzt schon. Ich meine, die lädt noch. Geil. Affig-Fehler ohne Ende hier. Geht richtig ab. Und jetzt habe ich hier schon Bloodbags. Irgendwas stimmt in Elektro nicht. Irgendwas mieft hier ganz gewaltig. Oh. Ich habe auch 1000 Leichen hier am Hospital gehört, aber ich habe keine gefunden. Ich habe natürlich jetzt nicht auf Kaufen gedrückt, sondern auf später erinnern. Wie kann ich das denn jetzt nachgucken? WhatsApp. Alter, Artefakte sind hier mal wieder übelst. Bei mir. Was ist denn ein neuer Broadcast, den man einstellen kann? Ach, das ist. Broadcast weiß ich auch nicht, was das ist. Ich kenn gut. Stimmt. Und. Netzwerkauslastung. 6428 empfangene Nachrichten habe ich. Und dabei habe ich insgesamt 14,2 MB verbraucht. Geht aber klar, WhatsApp ist echt mega freundlich. Geht aber ganz schön klar, muss ich auch sagen. Nur die empfangene Nachricht sind 4,4 MB. LOL! Leck mich am Arsch. Und ist mein Supermarkt. Ich musste WhatsApp bis jetzt noch nie kaufen, weil unter anderem daran lag, weil ich nie geschafft habe, ein Jahr am Stück mein Handy zu behalten, sondern davor verloren habe. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob sich das wirklich lohnt, sein Handy deswegen zu verlieren. Stimmt natürlich. Irgendjemand hat mich hier gerade hart genutzt. Tot? Nee. Was? Ja, lüg mich nicht an. Noch nicht. Genau, wie gern du stirbst. Denn. Was ist eine Map? Alter, ich sehe hier nix! Alter, ist das
behindert hier gerade.